Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja, ist Quest Week und das Kabel ist endlich da. Also das Kabel, was eventuell funktionieren könnte, das werde ich jetzt mit euch auspacken. Werde das dann an den PC anschließen und hoffen, dass ich kein rotes X bekomme, sondern ein grünes Symbol. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn das funktioniert, werde ich euch am Ende natürlich den Link dazu schicken. Es wird dann ein Amazon Affiliate-Link sein und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr den darüber dann bestellt. Dann habe ich auch ein bisschen was davon und ihr bezahlt aber keinen Cent mehr. Das wäre natürlich cool. Ja, heute mal mit Katze. Das ist der Ben. Du musst dich auch vorstellen, Ben. Ne? Also wenn du hier schon ins Bild läufst, musst du dich vorstellen. Ist ganz klar. Ja, jetzt geht er. Also ist schön mit Textil ummantelt. Man riecht ein bisschen streng irgendwie. Ist 3 Meter. Ist natürlich jetzt nicht die super Länge, wo man sagt, boah, geil, da kann man überall hin. Also da sollte schon 5 Meter echt irgendwie, da sollten es schon 5 Meter sein. Der Original Oculus Link wird ja 5 Meter betragen und ja, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ich habe jetzt eben noch ein Zitronenass-Video gesehen und er hat ja die Info. Er hat es natürlich am Laufen bekommen mit über 6 Meter, glaube ich, Leitung. Und ja, und jetzt hat er schon längere Tests gemacht in Stormland. Und bei Stormland schmiert ihm die Quest immer wieder ab nach 10, 15 Minuten so roundabout. Ist natürlich schlecht. Also wenn es jetzt wirklich jede Verlängerung betrifft, weil er hat mehrere Verlängerungen jetzt getestet und bei allen hat er das Problem mit diesen 10, 15 Minuten, dann schmiert die Quest ab. Das werden wir dann hier auch testen, definitiv. Also ich werde, wenn es jetzt funktionieren sollte, werde ich Stormland anmachen und einfach mal mit euch so ein bisschen spielen, 10, 15, 20 Minuten. Und ja, wenn es klappt, okay. Wenn nicht, dann okay, müssen wir dann ja, unser Fazit ziehen, dass der Oculus Link momentan in der Beta-Version nicht so gut funktioniert, wie erhofft. Aber reden wir nicht lang drum herum, sondern schließen das Teil an. So, ich habe direkt vorne am Tower einen Typ C-Eingang 3.1 und das ist auch ein 3.1-Kabel. Das heißt, eigentlich sollte es funktionieren. Und ich stelle euch jetzt mal ganz kurz um auf die Oculus-Software. Und ja, jetzt stecke ich das Teil auch an. So, wurde schon mal erkannt, ist schon mal positiv. Und jetzt auf Einrichten. Hey, es läuft! Wie geil ist das denn? Ja, jetzt können wir da weitermachen, wo wir gestern nicht weiterkamen. Und zwar ja, bei der Einrichtung. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Oculus Link Einrichtung Beta-Version abgeschlossen. Boah, das war einfach. Also brauchen wir auch einfach ein passendes Kabel und dann funktioniert das schon. Aber jetzt müssen wir halt klären, kann ich damit zocken und wie lange kann ich damit zocken, ohne dass die Quest jetzt abschmiert. Also das sind ja ganz neue Informationen. Ich werde das Video vom Doc auch unten in die Beschreibung packen. Schaut auf jeden Fall mal rein bei ihm. So, jetzt steht hier, du kannst jetzt auf Rift Apps zugreifen, wenn du die Beta-Version von Oculus Link aktivierst, solange dein Quest an deinem PC angeschlossen ist. Solange deine Quest, oder? Aber ist egal. Stelle dich in die Mitte des Spielbereichs und setze zum Fortfahren dein Headset auf. Ja, ich würde sagen, ich bereite jetzt soweit alles vor und dann sehen wir uns gleich im Gameplay. So Leute, ich bin mit der Oculus Quest in Stormland und ja, mal zum Testen, wie das mit der Latenz aussieht, mal so ein bisschen schnell bewegen. Aber das fühlt sich verdammt gut an. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwie was nachleckt oder so. Und ja, wenn ich mich so umschaue. Es sieht ein bisschen anders aus als mit der Rift S. Aber nicht schlecht. Aber halt ein bisschen anders. Aber ich müsste jetzt eigentlich nochmal so hin und her wechseln, um das genauer zu sagen. Gut. Wir haben die Quest jetzt wieder an die Kette gelegt. Ne? Ist natürlich ja, eigentlich sinnfrei, was wir hier machen. Aber ja. Wer nur eine Quest hat, für den ist das natürlich super genial und freut mich auch, dass Oculus das eingebaut hat. Und ja, ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal ein bisschen, um mal zu schauen, wie stabil das Ganze ist. Ja, wie ich schon eben erwähnt habe, ja, hat der Zitronenarzt festgestellt, dass bei ihm zum Beispiel, egal mit welcher Verlängerung die funktioniert und die erkannt wird, bricht das Spiel hier ab oder schmiert irgendwann ab nach ein bisschen Spielzeit. Und ja, das wollen wir jetzt mal feststellen.
Ich würde sagen, ja, legen wir mal los. Hier ist unser Kompass und hier waren ja immer welche Missionen, irgendwelche. Hier konnten wir ja die Objectives nochmal checken. So, jetzt kriege ich hier gerade eine Einladung. Der kann ich aber nicht folgen. Tut mir leid, Vivimel. Okay, Strange Readings. Ja, da gehen wir einfach mal hin, oder? Aber ich habe jetzt hier zwei Objectives. Warum habe ich zwei Objectives? Das muss ich echt mal schauen. Lost Operator. Strange Readings. Wir gehen mal zum Lost Operator, oder? Verfolgen wir mal diese Mission. Trotzdem werden mir zwei angezeigt, aber ist egal. Und ja, beim letzten Livestream habe ich ja das hier freigeschaltet, so ein Schutzschild. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das benutzen können. So, das, was wir mal einsammeln müssen, diese Alloy. Kling, 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 kling. Und ich wollte gerade springen. Spring! Das war aber gerade die perfekte Welle, würde ich sagen. Okay, wir schauen mal, dass wir da rechts ein bisschen langkommen. Auch in schnellen Szenen überhaupt kein Problem. Außer, dass ich jetzt hier falsch gesprungen bin. Okay, das scheint hier auch der Übel zu sein. Okay. Okay, dann klettern wir einfach mal hier hoch, weil wir sind ja relativ gut im Klettern hier in dem Spiel. Und man kann auch dadurch ein bisschen springen. Ah, kommen wir an den Wurzeln vorbei? Das Spiel ist schon genial und ich freue mich auf die erste Koop-Session hier. Ach so, so ist das. Komm, schweigst du immer. Und gib mir das Zeug. So, der hat eine Knarre. 34 Schuss. Man müsste hier die Munition irgendwie rausholen können, aber habe ich jetzt nicht gefunden, wie das geht. Da hinten habe ich wieder irgendwas gehört. Liegt die Pistole noch da? Ja, ballern wir die erstmal leer. Ach, guck, schaut mal da. Da müssen wir runter. Da müssen wir runter, okay. Da macht aber einer Palaver da unten, ne? Guck mal hier. Jetzt, wie bei Robo Recall, müsste das Ding explodieren. Okay. Ich springe hier rüber, oder? Ich darf mich nicht zu viel bewegen, weil ich habe nicht so viel Leitung wie sonst. Ja, da guckt ihr, ne? Oh, die gehen auch schön in Deckung. Wer nicht jetzt mutig hier, ja. Der will sie. Du kriegst es. Schild gefällt mir schon. Geronimo! Das ist auch cool. Okay, hier ist noch ein Gesundheitstank. Schauen wir uns doch mal, oder? Und war es auch noch was? Okay, wieder Medic. Brauchen wir erstmal nicht. Wir müssen hier irgendwo rein. Okay. Das spammelt hier so ein bisschen. Können wir hier irgendwas machen?
Okay, hätte ich eben auch drauf schießen müssen. Jetzt brauchen wir definitiv Heilung. Oh, das Spiel verleitet auch wieder so mega, um irgendwo hinzugehen im Raum. That appears to be a support link antenna upgrade. That could be useful. You should equip the upgrade. I believe it could lead to great possibilities. Wir haben eine kleine Wi-Fi-Antenne hier. 5G, glaube ich, soll das sein. The support link upgrade allows you to connect to other androids in the far-reaching strata of the Stormland. Okay, jetzt haben wir erst... Jetzt haben wir erst den Multiplayer-Part aktiviert. Also, Koop kommt, kann kommen. MP-Menü, okay. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht. Irgendwo habe ich gerade was gehört, aber... So, da haben wir noch eine Mission. Hinten? Okay. Ich würde sagen, schützen wir mal hin, oder? Also bisher muss ich sagen, läuft echt tadellos. Das Bild sieht anders aus. Und das muss ich noch auch irgendwie vergleichen. Ich meine, bei der Rift S werden die Farben ein bisschen knalliger. Aber nichtsdestotrotz, es sieht fantastisch aus. Und jeder Quest-User kann damit jetzt richtig schön geile Spiele auch zocken. Nicht nur die Quest-Games, auch wenn es da coole gibt. Aber hier so ein Stormland oder Asgard Wrath, Lone Echo. Das sind natürlich andere Hausnummern. Oh, die dürfen nicht berühren. Kostet Energie. Nur den Ring. Ja, der Sound wird auch nicht selber aufgenommen, also den kann ich nicht zum PC übertragen. Ich habe jetzt mein externes Mikro hier angesteckt. Hat auch noch ein Kabel, aber da wir eh jetzt mit Kabeln hantieren, ist das eh egal. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Hier müssen wir hin. Ja, wir müssen irgendwo nach oben. Du hast da schon, Kamerad. Was ist da oben denn? Ist da ein Baum? Können wir die auch überraschen? Komm, wir überraschen. Wir tarnen uns jetzt, als ob wir einer von denen wären. Haha! Eat this! Ah, das Schild hat echt gut geholfen. Handgranate, oder? Die wollte ich ja eigentlich nochmal austesten. Okay. Wie viel haben wir? Ein Schuss, also müssen wir umschwenken. Da hinten haben wir doch was. Und? Ist das was? Nein. Okay, schade. Der Regen macht das alles so ein bisschen, ja, unschön an dem Spiel, finde ich. Das ist jetzt mit der Quest ein bisschen störender, meiner Meinung nach, als mit der Rift S. Ja, du spottest hier gar keinen mehr. So, Junge. Du spottest hier niemanden. Vier Schuss, okay. Den rüsten wir noch aus. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da oben hin, oder? Da. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen um die Roboter hier beschäftigt. Oder gekümmert, ja, gesagt. Jetzt müssen wir wieder Cliffhanger machen.
So Handschuhe brauche ich in Wirklichkeit. Das wäre genial. Das funktioniert echt mega gut. Wo ist denn hier was? Wo ist was? Okay, nach einer Etage höher. This scout android was using a geomapper. It provides real-time satellite imagery of the Stormland. You should try equipping it. Maybe it's still working. Geomapper. It appears to be functional. It should provide you a view of the surrounding islands and your current objective points. Press to open your map. Take a look for yourself. Just press the button next to your compass. Map. Wow. Cool. Das sieht ja echt mal cool aus. Hier sehen wir die ganzen Werkbänke und so weiter. Und das ist die Position, wo ich gerade bin, ne? Ja, okay. Kann ich mich denn auf der Karte jetzt auch bewegen? Ne, dann bewege ich mich ja wirklich. Player-Icon. Ah, das steht auch alles. Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, hier können wir erstmal Schluss machen. Also das Spiel läuft echt super butterweich. Ich habe jetzt keine Probleme gehabt. Das scheint mit dem 3 Meter Kabel 3.1 echt gut zu laufen. Und ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal ins Fazit. So Leute, das war das Gameplay von Stormland mit der Quest und dem Oculus Link Beta. Und ja, ihr habt ja selber gesehen, es funktioniert echt gut. Ich habe versucht, irgendeine Latenz festzustellen. Ich habe keine festgestellt. Also es lief alles butterweich. Echt, echt super. Und bei mir gab es jetzt auch keine Abstürze. Ich habe das Gameplay jetzt ungefähr so 15 Minuten aufgenommen. Und vorher war ich aber schon in dem Spiel drin. 30, 40 Minuten, eher 40 Minuten, um alles einzustellen mit der Aufnahme und so weiter, dass das alles relativ gut aussieht. Und das Spiel ist trotzdem nicht abgestürzt. Also da gab es jetzt von meiner Seite aus keine Probleme mit dem Kabel hier. Das stelle ich euch gleich auch nochmal vor. Also momentan mit meiner Kombination, mit meinem Board und dem Kabel kann ich sagen, ich habe keine Probleme festgestellt, ich habe keinen Abbruch gehabt, aber der Zitronenarzt hat halt da momentan auch Probleme und er hat auch gesagt, es haben auch schon andere sich gemeldet, die gesagt haben, okay, da gibt es definitiv Probleme bei Stormland. Habe ich jetzt nicht gehabt, weiß ich nicht, woran es liegt. Es gibt ja da echt so viele Kombinationsmöglichkeiten, was die Hardware angeht. Jeder hat ein anderes Board, einen anderen Chipsatz, eine andere CPU und so weiter und so fort. Wer weiß, was da alles mit einfließt. Jeder hat auch noch ein anderes Kabel, ne? Das kommt noch dazu. Also ihr habt ja gestern gesehen, wie viele Kabel ich ausprobiert habe. Und ja, mit dem hat es jetzt auf Anhieb geklappt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht lief. Es lief echt gut, wurde direkt erkannt. Aber uns muss klar sein, wir legen die Quest wieder an die Kette. Also das, was wir ja eigentlich immer weghaben wollten, das Kabel, das machen wir jetzt wieder weg, indem wir da wieder ein Kabel dran machen. Aber trotzdem, es ist echt cool für die Leute, die nur eine Quest zu Hause haben und trotzdem die PC-VR-Games zocken wollen. Und das ist echt, also Hut ab, Oculus. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ja, wie gesagt, keine Latenz, ich habe nichts gemerkt. Aber also jetzt kommt ein echt großes Aber für die Leute, die immer sagen, ja, die Quest, die wird die Rift S töten, die Rift S ist überflüssig danach mit dem Oculus Link. Und zu dem Zustand jetzt mit der Beta-Version, also ich kann jetzt nur den jetzigen Zustand bewerten, sage ich definitiv nein, der Quest Link wird die Rift S nicht töten. Warum wird die Rift S nicht töten? Weil das Bild einfach nicht so gut aussieht wie mit der Rift S. Ich habe eben den Kreuzvergleich gemacht, hier und hier mit der Rift S. Und ja, die Rift S hat ein viel schöneres, klareres Bild. Die hat viel mehr Farben, also alles viel farbenfroher. Und Stormland sieht in der Quest ungefähr so aus, als ob ich ein T-Shirt habe mit schönen Farben. Und das ist total ausgewaschen. Also die Farben so verblasst und so weiter. Es sieht alles so ein bisschen, ja, ohne Kanten, alles super butterweich, als ob da so ein Filter drüber liegt. Und ja,
Der Zitronas hat mir das auch schon so bestätigt, also dass ihm das irgendwie so ja, farblos vorkommt, kontrastlos und so weiter. Und er hat jetzt nicht die Möglichkeit, mit einer Rift S Kreuz zu vergleichen. Und ja, mir ist auch direkt aufgefallen beim Gameplay, dass das Bild irgendwie anders aussieht. Aber ich konnte es jetzt nicht wirklich zuordnen, weil es jetzt schon ein paar Tage her ist, wo ich Stormland getestet habe. Aber direkt nach dem Gameplay hier habe ich die Rift S angeschmissen und ja, also definitiv werde ich Stormland nicht mehr mit der Quest jetzt zocken. Also Stand jetzt mit der Beta nicht, denn es sieht hier tausendmal besser aus. Leute, glaubt mir, ich hoffe, dass die das noch verbessern. Also es sieht trotzdem gut aus. Also wenn man jetzt kein anderes Bild kennt, ist das echt trotzdem cool. Also es macht trotzdem Spaß, da die geilen Spiele wie Lone Echo, Stormland und so weiter zu zocken. Asgard, Russ. Aber ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass die da noch wirklich Updates raushauen und das Bild noch verbessern können. Und die werden definitiv noch Updates raushauen. Klar ist auch, hier, das Videosignal wird komprimiert zur Quest geschickt. Und ja, beim Komprimieren gehen immer Daten flöten, das ist ganz klar. Und ja, ich hoffe, dass die das da wirklich noch hinkriegen und wenigstens ein bisschen an die Rift S rankommen. Aber das ist eigentlich wirklich nur das kleinste Manko, negative, was ich jetzt so gesehen habe und was ich bemerkt habe. Ansonsten ist das echt ein cooles Gimmick, hier dieser Questlink und ja, ich kann es nur loben und ich bin auch echt froh, weil das wird wirklich VR nochmal einen Schritt nach vorne geben, denn dafür kämpfen wir ja eigentlich alle Leute, die sich so ein bisschen für VR einsetzen, die wollen ja VR pushen und ja, ich denke, wenn mit der Oculus Quest jetzt wirklich alle Games so gezockt werden können, wird das noch mal ein bisschen die Quest pushen, VR pushen. Ja, Leute, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz das Kabel, was ich verwendet habe. Und ja, das ist das USB-C-Kabel von der Firma Cabletex, glaube ich, war es. Und ja, ich kann nur sagen, es funktioniert gut. Genau, Cabletex. Ich konnte es jetzt gerade auf den Bildern irgendwie nicht lesen. Ich bin ja auch hier. Und ja, für 13 Euro kann man jetzt echt nichts falsch machen. Es funktioniert bei mir jetzt auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, bei mir ist noch positiv. Es ist ein 3.1 Kabel und mein Anschluss ist auch ein 3.1er Anschluss. Von daher, vielleicht spielt das auch nochmal eine Rolle, auch was die Abstürze der Quest betrifft. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist 3 Meter lang, also ja, für mich reicht es jetzt, weil ich habe die Buchse auch vorne direkt am Gehäuse und stehe dann direkt in dem Bereich quasi drin. Klar, wenn ich mich jetzt öfters drehen würde, wird das nicht funktionieren. Also 5 Meter sollte es eigentlich sein, das Kabel wäre schon besser. Ja, das erstmal dazu. Ich werde das auf jeden Fall verlinken und wie schon eben erwähnt, es ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber bestellt, würde ich mich echt freuen, denn dann habe ich so ein bisschen was davon, eine kleine Provision. Ihr zahlt keinen Cent mehr und ja, in der Beschreibung steht ja sowieso noch ein Amazon-Affiliate-Link und wenn ihr, egal was bestellt, erst diesen Link anklickt, dann darüber bestellt, dann bekomme ich auch eine kleine Provision. Also wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützen möchtet, könnt ihr das damit tun und ihr müsst echt nichts dazu zahlen. Ihr müsst nur den Link vorher anklicken. Klar ist es ein bisschen Arbeit für euch, aber wenn ihr sagt, cool, der Tupac macht echt geile Videos und ja, den möchte ich unterstützen, dann könnt ihr das damit tun. So, noch eine kleine Info, die hatte ich auf meinem Video von gestern. Ja, hier sehe ich ja im Kabel, seht ihr mich im Kabel-Chaos und der Herbert Mutzelmann. Er hat geschrieben, es funktionieren auch nicht alle USB 3.0 Anschlüsse an den Rechnern. Mein Mainboard USB 3.0 Anschlüsse haben nicht funktioniert. Oder meine Mainboard Anschlüsse. Dafür aber die Inatec-Karte, die ich damals für die Rift CV1 gekauft hatte. Also es war ja, das ist so eine PCI Express-Karte mit 4 Anschlüssen, USB-Anschlüssen 3.0 und die brauchte man damals echt zwingend, wenn man irgendwie 3 oder 4 Oculus-Kameras für die CV1 anschließen möchte. Denn ansonsten hat fast jedes Mainboard gestreikt. Und ja, der Herbert schreibt da ganz klar, dass es damit jetzt bei ihm funktioniert. Also es ist auch eventuell noch eine Möglichkeit für euch, wenn euer Mainboard da jetzt komplett streikt. Diese Inatec-Karte, die ist auch, glaube ich, nicht teuer. Wenn ich die gleich finde, werde ich die auch nochmal in die Beschreibung packen und dann könnt ihr die eventuell auch bestellen, wenn bei euch jetzt überhaupt nichts geht. Also beim Herbert hat es jetzt funktioniert. Also danke nochmal dafür für diese Info, echt cool. Und danke für die anderen Kommentare. Wie gesagt, ich habe ja gestern schon mal erwähnt,
Wäre cool, wenn ihr öfters mal kommentiert unter den Videos. Von mir aus auch, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Konstruktive Kritik, da bin ich immer für zu haben. Und ja, ich würde mich darüber freuen. Ich versuche auch immer schnell zu antworten. Und ja, das eigentlich nur mal dazu. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Glück und die Oculus Quest könnt ihr bei euch betreiben am PC. Ich wünsche euch da echt viel Glück, weil momentan sind wir echt in so einem Schwebezustand. Mal funktioniert was, mal funktioniert nicht. Also ich hab da echt gestern ja, gedacht, okay, wenn es jetzt bei so vielen Leuten funktioniert, bei MRTV, beim Zitronenarzt und so weiter. Also es haben ja mehrere Leute Videos gemacht, die Zockstube. Chris Reality hat da auch ein Video zu gemacht und bei allen hat es funktioniert. Aber die haben natürlich alle nicht lang gezockt damit und das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wie lange man dann wirklich mit der Quest zockt. Und ja, da hoffe ich, dass dann echt keine Probleme mehr auftreten bei mir jetzt. Und wenn es wirklich dann am Kabel lag, super. Ansonsten müssen wir weitersuchen oder wirklich aufs original Oculus Link Kabel, was ich gestern vorgestellt habe, ja, zurückgreifen, auch wenn es ein bisschen teurer wird. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und ja, wie immer, haut ein Like raus. Wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button und die Glocke, ne, die Glocke nicht vergessen zu drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn Livestreams gibt, wenn es neue Videos gibt und so weiter und so fort. Dankeschön, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.